Ja, ich sag mal, wir wollten auf jeden Fall was gut machen im Vergleich zu vor 2 Wochen. Und ich denke, wir haben heute eine Reaktion gezeigt, wichtig war, dass wir hinten mal zu Null gespielt haben, gerade für uns als Verteidiger. Ich glaube, es ist ein bisschen länger her, dass wir wieder zu Null gespielt haben. Aber im Großen und Ganzen, klar, hier und da noch ein bisschen Unstimmigkeiten etc., aber im Großen und Ganzen hochverdienter Sieg, auch in der Höhe. Also von daher gibt es heute nichts zu meckern. Klar, ausbaufähig, aber im Großen und Ganzen trotzdem zufrieden. Keine Ahnung, also ich habe mich einfach spontan dazugestellt. Ja, der Chris hat sich da zum Foto hingestellt und ja, Dylan hat dann abgedrückt, ich habe mich einfach dazugestellt. Was sie da vorher besprochen haben, keine Ahnung, aber... Ja, da ist man dann relativ spontan und stellt sich dann mit dazu, ja. Im Nachhinein betrachtet haben wir den einen oder anderen Punkt liegen gelassen. Klar, wir hatten jetzt zum Ende Verletzungsprobleme, gerade vor Weihnachten, wo wir den einen oder anderen Punkt, wie gesagt, liegen gelassen haben. Da hat man auch gemerkt, ja, anstrengend gewesen, ständig englische Wochen. Ja, sind soweit jetzt fast wieder alle fit. Glaube ich, jetzt ist Primetime, jetzt geht's dann los und von daher sind die meisten wieder zurück. Und ja, von daher, im Großen und Ganzen denke ich okay, aber den einen oder anderen Punkt vielleicht zu wenig. Wir haben ihn super aufgenommen, ist ein super Kicker. Ja, er braucht hier und da vielleicht noch ein bisschen, aber ist völlig klar, ist ein junger Kerl, lernt jeden Tag dazu. Haben ihn super aufgenommen, ist ein super Typ, auch menschlich, passt super in die Truppe rein. Und von daher freue ich mich für ihn, dass er heute dann auch sein Oberliga-Debüt gegeben hat. Ja, ich fand, wir sind sehr konzentriert ins Spiel gegangen, haben über 90 Minuten permanent Spielkontrolle gehabt. Das war wichtig heute. Gerade nach der Auftaktniederlage gegen Lautern wollten wir unbedingt eine Reaktion zeigen und hinten, dass die Null steht. Und da haben wir aus dem Spiel heraus relativ wenig zugelassen für den Gegner. Das war das erste Wichtige, was wir vorhatten. Und dann natürlich nach vorne hin Lösungen suchen und finden. Und ich fand am Anfang... ja, hatten wir nicht ganz so klare Torchancen, aber je länger das Spiel wurde, haben wir uns immer weiter freigespielt und hatten wir eine gute Bewegung im Spiel, gute Tiefe, haben gut kombiniert, hätten natürlich hinten heraus noch ein paar Tore mehr schießen können. Ja, das ist gegen Teams, die aus dem unteren Tabellendrittel kommen, oft dasselbe. Die haben immer eine hohe Gegenwehr, bis das erste Tor fällt. Und so war es heute auch. Das war der Dosenöffner, macht der Kinchi natürlich überragend. Und dann wurden wir auch, man hat es gemerkt, haben wir befreit aufgespielt und dann haben auch Dinge funktioniert, die vielleicht letzte Woche nicht so funktioniert haben. Und vor allen Dingen haben wir, diesmal sind wir ja, dahin gegangen, wo es auch weh tut, wo man auch Situationen, Zweikämpfe gewinnt, die wichtig sind für die Mannschaft. Und das haben die Jungs heute richtig gut gemacht. Ja, wir schauen eigentlich jetzt schon auf die Endrunde. Wir haben jetzt eine ordentliche Punktzahl. Haben auch viele gute Spiele gehabt in dieser abgelaufenen Hinrunde. Nur damit können wir uns nichts kaufen. Wir wissen, dass die Spiele jetzt noch mal schwieriger werden, noch enger werden. Und da brauchen wir einfach in jedem Spiel, müssen wir in unsere 100% kommen und eine Top-Leistung. Ja, dass er sich jetzt zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, nicht. Aber wir wussten, dass Dylan ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler ist und der keinen Zweikampf scheut und auch jeden Weg für die Mannschaft geht. Und deswegen haben wir ihn auf 8. eingesetzt, hat vom Naturell aus offensiv, ist ein Offensivspieler, macht aber auch Wege defensiv und in der Kombination mit Kincher und Robin hat das ganz gut gepasst. Ich glaube, Maurice holt sich einen Respekt übers Training jetzt in den ersten Wochen. Da gibt er Gas, haut sich komplett rein und verdient sich auch den Einsatz heute. Und ich glaube, als er reingekommen ist, hat er ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht.